Ja, ganz herzlichen Dank. Super, hier sein zu dürfen. Das war gerade fantastisch. Aber jetzt ist Schluss mit lustig. Wir sprechen jetzt über Soziales. Wir sprechen über Service. Wir sprechen über Design. Jetzt gibt es in der breiten Öffentlichkeit, das sind natürlich nicht Sie, das sind die anderen, in der breiten Öffentlichkeit gibt es eine Menge Missverständnisse zum Thema Design. Lassen Sie mich ein paar davon kurz aufzeigen. Ein Missverständnis ist, dass Design mit Schönheit und Ästhetik zu tun hat. Die Leute denken immer, Designer machen alles hübsch, das sind die Stylisten für die Produkte, die die Oberflächenkosmetik machen und dafür sorgen, dass alles glitzert und glänzt und in hübsche Farben getaucht ist. Irrtum. Zweites Missverständnis. Die Menschen glauben, Design sei teuer. Als ich Professorin wurde für Service Design, da sagten meine Freunde, Design, das ist doch das, was teuer ist und nicht funktioniert. Oh, dachte ich, okay. Ja, denken die Leute, Design ist teuer, kostet immer ein bisschen extra. Wenn man es nicht Design nimmt, kann man es günstiger haben. Drittes Missverständnis, die Leute glauben, Design wäre ganz nah an der Kunst. Das geht dann so weit, dass die glauben, dass die Leute, die an der Kunsthochschule abgelehnt worden sind, Design studieren, weil sie zu nichts Besserem taugten. Das sind die Leute, die denken wahrscheinlich an diese Philipp Stark Zitronenpresse, diese Juicy Sahir oder wie er heißt, so eine Skulptur, ein Conversation Piece. Kann man super drüber reden, aber keine Zitronen mitpressen. Das sind Missverständnisse zum Design. Es ist eigentlich kein Wunder, dass es diese Missverständnisse gibt, denn wenn man sich so im öffentlichen Raum umguckt, dann sieht man Hair-Design, Fingernail-Design, Body-Design. Also der Begriff Design wird offensichtlich sehr inflationär benutzt und missbraucht. Besonders schön fand ich das, das ist schon einige Jahre her, war hier in Köln auf dem Ring. Ich weiß nicht, einige erinnern sich vielleicht noch, wobei sie sind möglicherweise auch zu jung. Das war dieser Badezimmereinrichter Lautenbach oder wie der hieß. Bad Design, großartig. Es hat mir immer gut gefallen und auch die Welt der Produkte tut einiges, um den schlechten Ruf des Designs zu unterstützen. Ich war vor ein paar Tagen in Wien in einem sehr, sehr schönen Hotel. Das ist das Badezimmer, schlechte Aufnahme, aber man sieht schon die Armatur, sehr anspruchsvoll, geradlinig, ästhetisch, ohne Schnörkel, bestimmt teuer, ja? Design. Wenn man jetzt allerdings versucht, sich die Hände zu waschen und danach den Wasserhahn auf oder zuzudrehen, Desaster, da dreht sich gar nichts, da flutscht man so weg. Wenn man morgens in dem anderen Hotel in Linz jetzt aufsteht und hat die Brille noch nicht auf, ist ein bisschen verschlafen und versucht dann im Badezimmer mit diesem Lichtschalter sich irgendeine Art von Beleuchtung zu verschaffen, Skandal. Ich bin im Dunkeln auf Toilette gegangen, weil ich es nicht geschafft habe. Also es gibt eine Menge Beispiele in der Produktwelt für wirklich desaströse Lösungen, aber es gibt zum Glück auch gutes Design. Letzte Woche in San Francisco, wieder ein Hotel, wieder ein Badezimmer. Sie sehen hier wieder ein schlechtes Foto vom Duschvorhang. Der Duschvorhang sieht von außen sehr schön aus, das ist weiße Baumwolle, sieht sehr frisch aus, kommt jetzt hier so nicht rüber. Gefällt mir, hübsch gestaltet. Wenn man jetzt in die Dusche reingeht, ist man ganz entzückt, weil der ist oben transparent, da fällt Licht in die Dusche, man kann rausschauen, denkt sich, super. Zudem erkennt man, dass dann Innenteil ist. Diesen Innenteil kann man über die Dusche nach innen hängen. Das heißt, das sieht von außen immer noch schön aus, tropft aber nicht raus. Und dieser Innenteil ist abknöpfbar. Der kann also gewaschen werden und man hat nicht diese elenden Stockflecken, vor denen man sich im Hotel immer auch so ein bisschen ekelt und zurückgeht. Nein, kann abgeknöpft werden, kann gewaschen werden. Funktional, formvollendet, gutes Design. Aber nicht nur das, das ist auch Arbeitszeit sparen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Service können den ganz schnell abknöpfen und waschen. Man muss nicht das ganze Teil waschen, das ist ökologisch sinnvoll. Und alles in allem spart das auch noch Geld, das ist also auch ökonomisch sinnvoll. Und damit, man kann ihn auch ganz schnell abhängen oben, auch ein tolles Feature. Also das ist gutes Design und damit sind wir auch schon bei dem, was Design ist. Design antwortet auf Bedürfnisse von Menschen mit Lösungen, die technologisch machbar sind und innovativ und die im Rahmen einer Geschäftsstrategie Kundennutzen schaffen und Marktchancen haben. Darum geht es im Design. Muss sich also auch lohnen und muss schön sein und muss funktionieren. Jetzt mache ich ja nicht nur Design, ich mache Service Design. Das haben Sie wahrscheinlich, ja doch einige haben es gehört, aber noch nicht so viele. Ich mache das schon seit 16 Jahren, Gestaltung von Dienstleistungen. Und ich denke, wenn man versteht, was Design ist, dann macht das auch sofort Sinn, diese Kompetenzen auf die Gestaltung von immateriellen Produkten, auf Services anzuwenden.
Und schlussendlich ist Service Design nichts anderes. Die Anwendung von Designkonzepten und Methoden auf Service-Systeme, um eben Dienstleistungen zu gestalten, die aus der Perspektive der Kunden nützlich sind und nutzbar sind und im Idealfall begehrenswert, will man haben wie ein iPhone, aber aus der Perspektive der Anbieter eben auch effizient, effektiv und anders. Unique Selling Proposition oder so. Also darum geht es im Service Design. Und um Ihnen jetzt deutlich zu machen, wie das funktioniert, habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel ist ein Projekt, das habe ich hier an der Fachhochschule Köln vor 15 Jahren gemacht mit Studenten. Und wir haben uns damals selber eine Herausforderung gestellt. Wir wollten Dienstleistungen für Obdachlose entwickeln. Und jetzt kommen wir auch langsam zu dem mit dem Glitter und der Gosse. Wir wollten eine Dienstleistung für Obdachlose entwickeln und wir haben erst einmal Desk Research gemacht. Wir haben geschaut, wie viele Obdachlose gibt es denn überhaupt in Köln? Was für Angebote gibt es für Obdachlose? Zahlen, Daten, Fakten und alles so gesammelt. Und sind dann auf die Straße gegangen und haben eben mit Obdachlosen intensive Exploration betrieben, Interviews geführt, die tagsüber begleitet, beobachtet, wie die sich den Tag vertreiben, wo Probleme sind. Wir sind nachts auf die Straße gegangen, haben die Nacht draußen verbracht, die Studenten hatten keinen Schlüssel, kein Geld. Interessante Erfahrung, wenn man nicht, wenn es kalt wird, nach Hause gehen kann und man merkt plötzlich, wie wichtig Alkohol werden kann. Also eine sehr intensive Erfahrung im Leben von Obdachlosen. Und dann haben die Studierenden auf der Grundlage dieser intensiven Exploration ein Konzept gestaltet, das wir Gulliver genannt haben. Wer kennt Gulliver? Ja, kennen einige hier in Köln. Wissen Sie also auch schon das Ende der guten Geschichte. Wir haben dann in der konzeptionellen Entwicklung die unterschiedlichsten Services gestaltet, wie beispielsweise einen Postfächer, damit die Obdachlosen eine permanente Adresse haben können, ganz wichtig im Leben als Bürger. Wir haben Einrichtungen für persönliche Hygiene konzipiert, weil man eben gemerkt hat, dass ein Obdachloser eigentlich nirgends hin kann, den will keiner sehen oder haben. Hier gibt es noch was zur medizinischen Versorgung und besonders wichtig da links außen dieser kleine Empfangstresen, weil der so die Philosophie von Gulliver widerspiegelt. Die Obdachlosen sind dort Gäste, die werden dort empfangen und die sind nicht Bittsteller oder arme Schweine. Also eine sehr auf Augenhöhe angelegte Dienstleistung. Das ist der Aufblick, da sieht man oben noch eine Waschmaschine. Und wir haben hinter diesem Prototypen, diesem Modell, auch noch ein organisatorisches Konzept entwickelt. Obdachlose arbeiten dort für Obdachlose. Mit übersichtlichen Zeiteinheiten, aber es schafft auch Arbeitsplätze. Dieses Konzept haben wir dann der Stadt Köln und den Kirchen und den freien Trägern vorgestellt und alle waren einhellig begeistert. Alle waren einhellig begeistert und ich denke, sie waren begeistert, weil es eben ein Service-Design-Projekt ist. Sehr tiefes Eintauchen in die Welt von Nutzern, eine ganzheitliche Betrachtung der Lebenssituation, eine Gestaltung von Lösungen mit verschiedenen Features, die dann auch noch visualisiert werden, so dass man Szenarien kreieren kann von Angeboten, die es heute noch gar nicht gibt. Und die Menschen waren so begeistert, dass sie 5 Jahre lang gearbeitet haben, bis Gulliver dann vor 10 Jahren, also 2001, seine Türen geöffnet hat. Am Bahnhof hier in Köln kann man hingehen. Ist ein toller Ort geworden. Ich lade gerne meine internationalen Gäste dahin ein, trinke mit denen für 50 Cent einen Kaffee oder lade sie auch schon mal zu einer Suppe ein. Eine Bürgerin von Köln hatte davon gehört, hat gesagt, ich mache da eine Kleiderkammer, ist auch dazu gekommen, hier die Waschmaschine. Sie sehen, das ist nicht schick, das ist nicht luxuriös, aber es ist mit viel Sorgfalt und mit viel Intelligenz gemacht. Es gibt keinen Vandalismus dort, das ist noch dazu gekommen, Tagesruheräume und inzwischen gibt es eben auch einen Internetzugang. Das ist Gulliver und ich denke, Gulliver ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Service Design in die Anwendung kommt. In den vergangenen 16 Jahren habe ich sehr viele Projekte gemacht mit Banken, mit Versicherungen, mit Telekommunikationsanbietern, mit Hotels und mit, ich glaube, es gibt keine Branche, mit der wir nicht gearbeitet haben. Aber für mich sind diese sozialen Projekte im Service Design ein ganz besonderes Herzensanliegen, weil ich denke, dass gerade im sozialen Bereich ein unglaublicher Innovationsstau herrscht, dass dort vieles noch verwaltet und administriert wird und nicht gestaltet wird und nicht nutzenorientiert und nutzerorientiert gestaltet wird. Also ist diese Gestaltung von sozialen Dienstleistungen ein Herzensanliegen. Zum Glück sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch international immer mehr Projekte, die in diese Richtung gehen. Ich habe Ihnen noch eins mitgebracht, über einen Kanal auf der anderen Seite in England, eine Service-Design-Agentur, die LiveWork heißt, hat sich in Kooperation mit dem Design Council mit Langzeitarbeitslosigkeit beschäftigt.
ähnlich wie in dem anderen Projekt eine Analyse gemacht, was gibt es eigentlich schon angeboten, haben festgestellt, es sind unglaublich viele Akteure, die irgendwas für Langzeitarbeitslose tun, die aber überhaupt nicht miteinander vernetzt sind. Dann hat die Agentur eben den Deep Dive gemacht, eine intensive Recherche der Lebenssituation von Langzeitarbeitslosen, hat festgestellt, dass es dort sehr komplexe Probleme gibt. Es geht nicht nur um Arbeit, es geht um Gesundheit, es geht oft um Alkoholismus, es geht um soziale Lebenssituationen, um Trennungen. Und wenn man die Arbeitslosigkeit isoliert betrachtet, ist es sehr schwierig, an der Situation etwas zu verändern. Und so hat eben LiveWork als Agentur auf der Grundlage der Exploration ein Konzept gestaltet, eine neue Kundenreise, eine neue Customer Journey, wo die Themen Gesundheit, Soziales und Arbeit zusammengefasst werden und Angebote kreiert worden sind und Prototypen dafür entwickelt worden sind, die dann in eine Testphase gegangen sind in England. Und das Interessante ist, hier sieht man eben, wie Service Design mit Systemen arbeitet, Systeme beeinflusst, interdisziplinär zusammenarbeitet. Man sieht aber an diesem Projekt auch, dass es sich lohnt, denn dieses Projekt hat 430.000 Pfund Einsparungen im Umgang mit dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit in dieser Region gebracht. Also es ist auch eine sehr profitable Angelegenheit. Um Geld ging es auch in dem letzten Projekt, was ich Ihnen mitgebracht habe. Vor ungefähr 4 Jahren hat die Stadt Eindhoven mich eingeladen, ein Projekt zu machen mit drogenabhängigen Straßenprostituierten. Bis zu dem Zeitpunkt hat die Stadt Eindhoven pro Jahr 500.000 Euro ausgegeben, um die sogenannte Tippelzone, den Straßenstrich, aufrechtzuerhalten. Das heißt, die Stadt hat Steuergelder ausgegeben, dafür eine Situation zu erhalten, die eigentlich am Rande der Legalität ist. Da geht es immer auch um Drogen, da geht es immer auch um Kriminalität. Und die Frage war, können wir aus Service Design Perspektive nicht einen Service gestalten, der das Problem löst? On the Road hieß unser Projekt. Das war ein Projekt, was ich mit Studierenden gemacht habe. Wir haben ungefähr 8 Wochen daran gearbeitet. Im ersten Schritt sind wir nach Eindhoven, haben das System analysiert, welche Akteure spielen denn eigentlich alles eine Rolle, um diese Situation zu beeinflussen. Haben dann Interviews geführt mit den verschiedenen Akteuren und sind insbesondere eben sehr tief in die Situation auf dem Straßenstrich eingestiegen. Wir haben mit den verschiedenen Stakeholdern geredet, mit Vertretern der Salvation Army, der Heilsarmee, die diesen Stand betrieben hat. Und ein wichtiger Akteur da drin ist, weil für die war das ein Job. Die haben das Geld verdient, was die Stadt ausgegeben hat. Und wir wollten verstehen, wie sehen die Akteure dort das System. Wir haben mit den Frauen geredet, wir sind nachts dort gewesen, haben Gespräche gesucht. Wir haben mit Frauen gesprochen, die ausgestiegen sind. Und wir haben festgestellt, dass viele Frauen bis zu 20 Mal in den Entzug gegangen sind, um aus dem System auszusteigen, aber immer wieder zurückgefallen sind, weil sie waren dann zwar drogenfrei, aber hatten keine Arbeit, hatten Schulden, hatten kein soziales Netzwerk, also ein Teufelskreis. Wir haben mit Frauen gesprochen, die dort arbeiten, haben verstanden, wie deren Lebenssituation aussieht und haben darauf dann das System auseinandergenommen und versucht, eine Dienstleistung zu gestalten, die für diese Frauen funktioniert. Diese Dienstleistung haben wir Lebenskraft genannt, Lebenskraft. Die haben wir in Eindhoven präsentiert im Jahr 2008. Und seither ist dieses Konzept Schritt für Schritt umgesetzt worden. Erst mit einem kleinen Test, einer kleinen Testgruppe. Und inzwischen ist das gesamte System der Straßenprostitution in Eindhoven durch dieses Konzept Lebenskraft eindeutig und nachhaltig verändert und verbessert worden. Ich denke, dass diese drei... Ich denke, dass diese drei Projekte einfach sehr deutlich zeigen, dass Design und Service Design einen wesentlichen Einfluss nehmen kann auf unsere Gesellschaft und auf die sozialen Dienstleistungen, die in der Gesellschaft angeboten werden. Ich sehe mit großem Vergnügen, dass mehr und mehr Design-Absolventen sich in dem Bereich aktiv betätigen. Ich sehe hier Vertreter von einer Agentur, die in Köln platziert ist, die sich ganz stark auf das Thema soziale Dienstleistungen spezialisiert haben. Und ich hoffe, dass wir in Zukunft noch sehr viel mehr davon sehen, um Innovationen in dieses Thema reinzubringen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Frau Professor Mager, vielen Dank.